Enzo Schotti ist einfach großartig. Und ich glaube, jeder, der meinen Kanal regelmäßig verfolgt, weiß, wie oft ich hier Bücher vorstelle und weiß wahrscheinlich auch, dass wenn ich welche habe, dass es meistens Bilderbücher sind, entweder Comics oder eben Artbücher von großartigen Zeichnern. Genauer gesagt habe ich bis jetzt eines in meiner Sammlung, nämlich von dem absolut fantastischen Rick Melton. Ich würde mir aber definitiv auch Artwork-Bücher von solchen Genies wie Drew Struzan, Justin Osborne, The Dude Designs, ich weiß, da gibt's eins, das muss man noch holen, und so weiter und so fort in die Sammlung holen. Aber einer meiner absoluten Lieblinge, ein absoluter Meister des feinen Pinselstrichs und des Poster-Artworks ist immer noch der Italiener Enzo Schotti, der vor allem früher etliche grenzgeniale Motive abgeliefert hat, die dann auf Videokassette veröffentlicht werden, beziehungsweise dessen Kunst in den letzten Jahren, finde ich, wieder ein Revival erhalten hat, weil eben zum Beispiel Labels wie Nameless Media ihn tatsächlich auch für neuere Releases mit neueren Designs und Artworks beauftragen. Und das ist, finde ich, etwas, das absolut genial ist. Vor einiger Zeit hat Enzo Schotti unter dem Titel Cinema di Pinto, was quasi bedeutet The Painted Cinema, schon einmal ein Buch auf den Markt gebracht. Und jetzt vor kurzem kam der zweite Band eben mir vorgestellt auf Facebook von 8 Films, und deswegen bin ich dann eben auch dazu gekommen, dass ich diese Dinge jetzt wirklich in meiner Sammlung habe. Die Exemplare sind handsigniert von Enzo Schotti, aber nicht personalisiert, weil quasi schon vor dem Versand personalisiert. Ich möchte jetzt auch natürlich an der Stelle nur kurz durch diese Bücher durchblättern, einerseits zwecks Copyright, andererseits, weil ich euch wirklich nur einen Eindruck geben möchte, was es in diesen Büchern gibt, und niemanden den Spaß nehmen möchte, das selber durchzublättern. Aber eben hier beispielsweise absolut großartig das Artwork, das er für die Waxwork, fürs Waxwork Mediabook von Nameless gemacht hat. Auch urcool, so dieses alte Kinoabriss-Ticket, das man hier als Seitennummerierung findet. Auch hier wirklich absolut geniale Artworks zu verschiedenen Bildern. Eben hier Evil Dead aus 2013. Sehr cool. Bei den neueren Titeln, wo es quasi erhalten ist, grüß Gott, immer noch auch ein paar Entwurfzeichnungen, aber ich liebe zum Beispiel das Bild hier von Warbus, das ist doch absolut fantastisch. Außerdem noch eins von Blue Velvet, offensichtlich eine Dame, die kurz einmal an Lucio Fulci vorbeigefahren ist, wo die Kettensäge gemacht hat. Außerdem, ich meine, von Bloody Psycho wird auch niemanden mehr dieses Artwork überraschen. Laldila kennt natürlich auch jeder. Was ich eben immer so cool finde, ist, Enzo Schotti ist tatsächlich ein Zeichner, dessen Name, ist auch absolut geil von Ator, ein Zeichner, das war tatsächlich meine allererste Red Edition, mein allererster böser Film, unter Anführungszeichen, den ich entdeckt habe, wo ich das Cover damals sogar tatsächlich so genial fand, dass ich mir das farbkopiert habe von der Red Edition DVD und gerahmt und aufgehängt habe. Das weiß ich aber eben auch erst seit kurzem, dass das ein Enzo Schotti-Bild war, und dadurch verstehe ich natürlich noch wesentlich besser, warum mir das so gut gefällt. Zwischendurch eben noch ein paar andere Zeichnungen und nicht nur reine Plakatmotive dabei, und ich blätter da jetzt wirklich absolut flott durch, und es ist auch, muss ich zugeben, der Winkel nicht ganz so einfach. Hier zum Beispiel Escape from the Bronx 2, also The Riffs 2, da könnte ich ja tatsächlich, weil ich es gerade noch hier bei mir liegen habe, zum Vergleich die Aufbereitung, natürlich nur dann, wenn man mir das Buch nicht zuschlägt, hey, richtige Seite gefunden, die Aufbereitung zeigen, eben einerseits das Bild hier im Enzo Schotti Buch, andererseits so sieht das Ganze dann auf der DVD von Excess aus. Muss man ja fast sagen, Excess Cover ist ein bisschen dunkler, macht irgendwie ein bisschen an kontrastreicheren Eindruck, aber irgendwie sind beide Versionen ziemlich cool. Außerdem gibt es hier halt noch eben weitere Artworks. Man merkt, man muss sich jetzt nicht damit aufhalten, hier wahnsinnig viel lesen zu müssen in diesem Buch. Man kann da wirklich einfach gemütlich durchblättern, auch bei La Casa 2, Evil Dead 2, verschiedenen anderen Bildern,
die wahrscheinlich YouTube dazu bringt, dass sie mir dieses Video nicht mehr monetarisieren wollen. Aber zum Beispiel allein, wenn man sieht, wie großartig er hier Charles Bronson gezeichnet hat, das ist ja alleine schon ein absoluter Wahnsinn. Da hat man ja eben genau zum Beispiel das 10 to Midnight Cover von Wicked Vision bekommen, dann da eben noch das Witchcraft-Cover, das verwendet wurde, dann American Ninja 4, eine coole Zeichnung eigentlich von Michael Dudikoff. Natürlich Bloodsport, auch klar. Und so weiter, aber na, so schnell machen wir es dann doch nicht, ein bisschen genießen kann man es. Da das Tournament-Cover für Nameless natürlich. Anthropophagus, ebenfalls absoluter Klassiker. Dann eben dieses Evil Dead Motiv noch. Ja, da entdeckt man schon einige wirklich, wirklich tolle Sachen. Allein da Army of Darkness, wundervoll. Hey, was zum Lesen. Und ein kurzer Index, echt cool. Aber das ist ja quasi erst die Volume 1. Mehr oder weniger das ältere Buch, das bereits im Jahr 2017 gedruckt und veröffentlicht wurde. Jetzt gibt es allerdings auch eine neuere Version, beziehungsweise einen zweiten Teil, würde ich in dem Fall fast sagen, der bereits dann datiert ist, wenn ich das finde, der nicht so leicht datiert ist. Na, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall auch hier bei der Volume 2 wieder ein Originalautogramm, kein mitgedrucktes Autogramm, soweit ich das mitbekommen habe, sondern eines, das wirklich von Hand kommt, mit wieder einigen Bildern. Diesmal ein bisschen anders unterteilt, zum Beispiel hier am Anfang ein paar italienische Komödien. Da wird es wahrscheinlich dann auch etliche Titel geben, die einem hierzulande noch relativ wenig sagen, die es vielleicht gar nicht zu uns geschafft haben. Ich meine, ich nehme an, die Celentano-Sachen schon. Ein paar Dinge wahrscheinlich von der heiße Flotte Teens-Reihe werden sie geheißen haben. Natürlich Lino Banfi erkennt man sofort. Da natürlich Thomas Milian ist ebenfalls großartig. Oder hier Bud Spencer natürlich. Auch Hammer. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Bonus für die Cover-Fetischisten da, aber ich denke mir, im Endeffekt sollte sich jeder, der wirklich auf geile Cover-Artworks steht und der gerne Poster-Artworks und schöne Bilder hat für die Sammlung, das Buch tatsächlich wirklich, ich meine, da The Burbs mit Tom Hanks, absolut geil, sollte sich das Buch wirklich selber in die Sammlung holen, weil, das ist auch geil, Exterminators ist das, glaube ich, Horror, gut, da halten wir uns jetzt ein bisschen länger auf, weil ich finde, auch wenn ich mich gerade wirklich bemühe, Werwolf von Tucker Mills, glaube ich, ist das, und natürlich Rhea M., wird sich nicht damit zufrieden geben können, das wäre mal ein geiles Cover für ein Mediabook-Turbine, hallo, das würde ich mir tatsächlich dann auch noch einmal holen. New York Ripper natürlich noch, auch ein geiles alternatives Dings eigentlich, das man eben noch nie auf irgendeiner VÖ gesehen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Scream ist ja auch hammergeil. Oder Shining. Nightmare on Elm Street. Also da merkt man, Schotti hat ja tatsächlich auch Maniac 2012, das ist aber auch nicht das Cover, das dann irgendwer verwendet hat, oder? Das gibt es nicht als Mediabook. Es gab schon coole Mediabook-Cover, aber ich habe die irgendwie allesamt ausgelassen. Witch Story kam eben vor kurzem von X-Rated, das weiß ich noch. Natürlich Ritorno del Morti Viventi. Das wäre Cover für Nameless. Da muss ich mir ehrlich gesagt auch irgendwann einmal das Mediabook zulegen. Nur wegen dem Cover-Artwork, weil, wie gesagt, der Film ist ja eher so Found-Footage-Rotz. Das muss nicht sein. Voices from the Beyond. Gut, der musste auch nicht unbedingt sein. Two Evil Eyes sieht auch toll aus. Conquest von Lucio Fulci. Das ist Near Dark, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dann noch ein paar Action-Cover, oh, James Bond, gleich einmal prominent mit dabei, Red Surf, ganz ehrlich, George Clooney ist ja auch ein Wahnsinn, wie toll er den hinbekommen hat. Puh.
Also da merkt man schon, also da macht mir ja jetzt sogar das erneute Durchblättern. Ich muss ja zugeben, ich habe ja in den letzten Tagen schon das ein oder andere Mal einen Blick hineingeworfen. Gut, die letzten Seiten muss ich tatsächlich diesmal ausnahmsweise leider auslassen, weil ansonsten glaube ich nicht nur, dass mir YouTube das Video demonetarisiert, sondern dass sie es mir gleich sperren und vielleicht einmal den ganzen Kanal dazu. Weil, wie soll man es ausdrücken? Normalerweise bräuchte man ein Endoskop, um so weit zu sehen, wie Schotti bei manchen von diesen Bildern gezeichnet hat. Das hat ja dann schon tatsächlich Rick Melton-Niveau. Das Einzige, was mich bei den Büchern eben ein bisschen stört, ist, dass diese Spines so überhaupt nicht zusammenpassen, dass die wirklich komplett anders sind, sowohl von Platzierung als auch von Schriftart, als auch eben davon, wie hier unten Volume 1 und Volume 2 steht. Das ist ein bisschen mühsam, aber im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr happy, dass ich diese beiden großartigen Teile jetzt in meiner Sammlung habe.